Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix. Doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran. Heute geht es um das größte wildlebende Landsäugetier Europas. Es ist viel größer als ein Mensch. So schwer wie ein Auto. Und im hohen Gras kann es dreimal schneller rennen als ich. Ihr kommt sicher nicht drauf, denn die meisten wissen gar nicht, dass es ihn bei uns überhaupt noch gibt. Und noch dazu wild. Es ist der Wisent. Um mehr über diese interessanten Tiere zu erfahren, habe ich hier einen Film für euch. Früher grasten Wisente überall in Europa, auch in Deutschland. Als Herdentier lebt er gerne in der Gruppe. Er ist mit dem nordamerikanischen Bison verwandt. Und mit dem afrikanischen Büffel. Die Wisente sind fast ausgestorben. Inzwischen gibt es sie wieder in Deutschland. Mal sehen, ob ich Glück habe, diesen scheuen Riesen in der Wildnis zu entdecken. Ich bin heute in der Döbritzer Heide bei Berlin. Und das ist genau hier. Und hier ist die Natur wirklich noch sich selbst überlassen. Ich bin heute auf der Suche nach Wisenten. Ich bin mal gespannt. Bis jetzt habe ich leider noch keine gesehen. Denn die Wildnis hier ist riesengroß. Weit und breit kein Wisent. Vielleicht kann mir Peter helfen. Peter? Ja, Anna. Peter ist Förster und Wisent-Experte. Hallo Peter. Hallo Anna. Na, hast du schon Wisente gefunden? Nee, ich war auch nicht erfolgreich. Aber das ist auch nicht so ganz einfach auf immerhin 20 Quadratkilometer großer Fläche. 20 Quadratkilometer. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel drunter vorstellen. Naja, stell dir vor, ungefähr 3.500 Fußballplätze. Ach, oje, okay. Dann ist mir klar, warum ich hier kein Wisent finde. Naja, und zudem sind die ja auch scheu, ne? Hast du denn eine Idee, wie wir die finden können? Ja, ich habe da eine Idee. Lass uns mal zum Auto gehen. Da bin ich ja mal gespannt. Was ist das hier? Das ist zum Beispiel eine Antenne. Okay, und das? Das ist die Empfangsstation dazu. Und diese Station empfängt die Signale, die ein solches Halsband zum Beispiel aussendet. Halsband? Okay. Ja, passt nicht ganz. Passt nicht ganz, aber so hält's auch. So ein Senderhalsband tragen Wisente. Und das stört sie auch nicht weiter. Ich fasse noch mal zusammen, ob ich es richtig verstanden habe. Der Wisent bekommt das Halsband. Dieses Halsband sendet Signale an unsere Empfangsstation. So weiß ich, wenn ein Wisent in der Nähe ist und kann mich dann auf die Suche machen. Ganz genau. Und wie viele Wisente haben so eins rum? Momentan haben 2 Wisente solcher Halsbänder. Ach, 2 nur. Das verstehe ich. Der Wisent ist ja ein Herdentier. Das heißt, ich brauche nicht jedem einzelnen ein Halsband rummachen. Denn wenn 1 oder 2 eins haben, dann weiß ich auch, wo der Rest der Herde ist. Die bleiben ja immer zusammen. Ganz genau. Das hast du gut erklärt. Welche Reichweite hat das Gerät? Also die Tiere sollten schon so bis zu 500 Meter dicht dran sein. Kein Signal, oder? Nein, bisher nicht. Ich denke, wir suchen mal weiter. Mit dem Auto können wir die riesige Wildnis schneller absuchen. Hier ist es menschenleer, denn die Tiere sollen ihre Ruhe haben. Oh, Peter. Das ist jetzt ein Signal, oder? Ja, das ist ein Signal. Wir haben Empfang. Oh, das bedeutet, Wisente sind in der Nähe. Ah ja. Können wir doch näher hin? Nee, ich würde sagen, wir bleiben hier. Wisente sind sehr friedlich. Aber kommt man ihnen zu nahe, fühlen sie sich bedroht. Entweder fliehen sie oder sie greifen an. Darum halten wir lieber Abstand. Seit wann leben die Wisente bei euch hier in der Wildnis? Hier bei uns in der Wildnis erst seit 4 Jahren. Ach, das ist ja noch gar nicht so lang. Und wie sind die hier überhaupt reingekommen?
Ich denke, das zeige ich dir am besten mal. Ah. Ja, hier werden die Tiere auf die Wildnis vorbereitet, ne? Was heißt das? Ja, das heißt, dass sie ursprünglich aus kleineren Gehegen oder Zoos kommen und hier also die weite Fläche schon haben und sich selbst auch ernähren müssen. Peter will bald einige Wisente auswildern. Welche dafür in Frage kommen, müssen wir erst noch herausfinden. Wir schauen nach besonders friedlichen Tieren, die gerne eine kleine Gruppe bilden. Also bis jetzt sehen sie eigentlich alle ganz friedlich aus, aber wenn ich es entscheiden dürfte, dann würde ich sagen, der Wisent und der Wisent. Ja, kommt der Sache schon ziemlich nahe. Es sind drei Kühe. Peter fiel noch die Kuh auf. Sie ist immer in der Nähe der beiden anderen. Die drei sind dicke Freundinnen. Ist es denn für die Tiere kein Problem, wenn die jetzt einfach von der Herde getrennt werden? Nein, das ist in der freien Wildbahn normalerweise auch. Nach 2-3 Jahren ist das der Fall. Dann kommen die Jungtiere weg. Die werden dann verstoßen von der Herde. Und die suchen sich dann eine neue Herde? Ganz genau. Die bilden eine neue Herde mit neuen Tieren. Es gibt leider nicht viele Wisente in Deutschland. Peter züchtet die Tiere, damit sie nicht aussterben. Ein guter Plan. Denn die Wisente sind schön und haben ganz besondere Merkmale. Charakteristisch für die Wisente ist der hohe Widerriss. Der reicht vom Hals bis zum Rücken. Der besteht allerdings aus Knochen. Ein weiteres Merkmal sind die tollen Hörner. Die sind in etwa 45 cm lang. Also von hier bis hier. Ihr könnt euch vorstellen, von denen möchte ich nicht so gerne aufgespießt werden. Übrigens haben die Hörner sowohl die Bullen als auch die Kühe. Außerdem tragen Wisente einen Kehlbart. Wisente gehören wie die Milchkühe zu den Rindern. Ich setze diesen Kuhhut auf und zeige euch, wie sich ein Wisent benimmt. Scharrt er mit den Hufen, ist er wütend. Niemand sollte ihm zu nahe kommen. Wenn er herumspringt, ist er glücklich. Liegt er im Gras, dann ruht er sich aus. Aber die sind auch die ganze Zeit nur am Fressen. Was fressen die denn eigentlich? Also in erster Linie natürlich Gras, aber auch sonst alles, was wächst. Also die Rinde von Bäumen, die Knospen, die Blätter. Wie viel frisst so ein Wisent am Tag? Ja, so ein ausgewachsener Bulle, der braucht schon 30 bis 60 Kilogramm Grünmasse jeden Tag. Oh, das ist aber einiges. Also ich wieg so, ich will nicht lügen, ein bisschen über 50. Das heißt, der isst quasi mich in Gras. Das ist eine richtige Menge. Ich probiere mal das Wisentfutter. Nee, also ich krieg das nicht richtig klein. Und mein Magen schafft es auch nicht zu verdauen. Deswegen haben die Wisente auch 4 Mägen. Das Gras landet wenig zerkaut im ersten Magen, dem Pansen. Dort weicht es die Magenflüssigkeit ein. Dann wirkt der Wisent das eingeweichte Futter hoch und kaut es wieder durch. Deshalb nennt man sie Wiederkäuer. Das Futter kommt erneut in den Pansen, weicht wieder ein, wird hochgewirkt und gekaut. Das geht so lange, bis der Nahrungsbrei so klein gekaut ist, dass er in den Netzmagen rutschen kann. Wie der Name schon sagt, trennt ein Netz die kleinen von den großen Futterstückchen. Die größeren muss der Wisent weiter zerkauen. Der Futterbrei rutscht weiter in den Blättermagen. Der saugt Wasser und Nährstoffe heraus. Dann wandert das Futter in den vierten Magen, den Labmagen. Der ist unserem Magen sehr ähnlich. Dort zersetzt die Magensäure den Pflanzenbrei, so dass der Darm ihn fertig verdauen und, ausscheiden kann. Das gibt einen großen Haufen. So, Peter, ich mach mich mal bereit. Ja, ich bin gespannt. Die Temperatur ist lauwarm. Es stinkt. Interessant. Ja, sagen wir, es riecht interessant. Sehr würzig. Ich ziehe ihn mal ein bisschen auseinander. Und hier sieht man auch sehr gut, dass es Pflanzenfresser sind. Man sieht hier noch die einzelnen Fasern von der Pflanze. Schaut mal. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man auch Lebewesen da drin. Der Haufen ist für Kleintiere ein Leckerbissen.
Aber obwohl die Wisente nur Pflanzen fressen, sind sie richtig groß. Der Wisent ist über 2 Meter hoch und 3 Meter lang. Somit ist er in Europa das größte Landtier. Er wiegt bis zu 1000 Kilo. Das ist 20 Mal so schwer wie ich, also 20 Annas. Jetzt zeige ich euch die Hitparade der größten Landsäugetiere der anderen Kontinente. In Australien ist das größte einheimische Landtier das rote Riesenkänguru. Es wiegt rund 50 Kilo, also eine Anna. Das größte Landtier in Amerika ist der Bison. Er wiegt 1000 Kilo oder 20 Annas. Der Elefant ist in Asien das größte Tier. Sein Gewicht 5000 Kilo, so viel wie 100 Annas. In Afrika ist es auch ein Elefant. 6000 Kilo schwer, so viel wie 120 Annas. Damit ist der afrikanische Elefant das größte Landtier auf der Welt. Jetzt aber zurück zu unseren Wisenten. Peter will mir eine Herde zeigen, bei der Kälbchen auf die Welt kamen. Zur Begrüßung bringen wir einen Eimer Möhren mit. Also ehrlich gesagt, ich sehe gar nichts. Nee, die sind momentan auch ziemlich weit hinten, die Wisente. Okay, dann gehen wir einfach rein, oder? Nee, das können wir nicht. Die haben gerade ihre Kälber bekommen. Und da sind die Kühe doch relativ unleidlich, wenn wir da jetzt reinlaufen. Na gut, dann locken wir sie halt an. Komm! Hören die denn sehr gut? Also können die uns hören, wenn wir jetzt schreien? Die Sinne bei den Wildtieren sind in aller Regel deutlich besser ausgeprägt als bei uns Menschen. Okay. Also sowohl das Hören als auch das Riechen. Und wir stehen hier auch von der Windrichtung relativ gut. Das heißt, wir haben Nordwestwind, das zieht genau in Richtung Wisente. Die haben uns schon lange mitgekriegt. Boah, da sind sie schon. Die kommen ja ganz schön angerast da. Also da verstehe ich, dass wir da lieber nicht reingehen. Ja, da hast du keine Chance vorwegzulaufen. Die laufen bis zu 60 Stundenkilometer schnell. 60? Das heißt, der schnellste Mensch der Welt, der schafft gerade mal knapp 40 Stundenkilometer auf 100 Meter. Komm! Oh süß, schaut mal die Kälbchen an, die sind dabei. Ja, total klasse, ne? Eins ist einen Monat alt und eins ist gerade mal eine Woche alt. Oh, die kuscheln so süß miteinander. Und die Kälbchen, was fressen die jetzt? Die trinken noch bei der Mutter? Die trinken noch bei der Mutter. Die nehmen auch schon mal so ein bisschen Gras jetzt mit. Aber vom Grundsatz her brauchen die jetzt die Muttermilch. Ah, jetzt will das Kälbchen bei der Mama trinken. Oh, oh nein, jetzt pieselt die Mama das Kälbchen an. Oh, ich glaube, das war ein Versehen, aber das scheint dem Kälbchen nichts auszumachen. Das wurde jetzt richtig voll gepieselt. An der Seite ist es ganz nass. Jetzt kann es endlich bei seiner Mama trinken. Davon brauche ich natürlich ein Foto. Wirklich toll, die Tiere, oder? Darum ist es auch so schade, dass es nur noch so wenige davon in Deutschland gibt. Warum die schönen und friedlichen Tiere vom Aussterben bedroht sind und was wir dagegen tun, um sie wieder in der Wildnis einzugliedern, das zeige ich euch jetzt in meinem Film. Leider hat der Mensch die Tiere fast ausgerottet. Oder besser gesagt, aufgegessen. Denn er jagte sie wegen ihres Fleisches. Außerdem blieben den friedlichen Pflanzenfressern immer weniger Weideflächen. Die Menschen machten daraus Äcker und Felder. Um die Tiere vor dem Aussterben zu bewahren, züchtet sie der Mensch in Zoos und Wildparks. Weltweit gibt es wieder mehrere tausend Tiere. Sie alle stammen von 12 Wisenten ab. Denn nur noch so wenige gab es, die sich für eine Weiterzucht eigneten. Also Peter, sei mir nicht böse, aber deine Wisente, die sehen alle gleich für mich aus. Wie unterscheidest du die denn? Ja, ich kann sie schon noch unterscheiden, aber die kriegen in einem ganz jungen Alter einen Chip gesetzt mit einem Druckluftgewehr. Und das kann dir der Dieter viel besser erzählen, das ist unser Tierarzt. Alles klar, das heißt, ich mache mich jetzt auf die Suche nach einem Mann mit einem Gewehr. Ja, genau. Okay, bis später. Bis später. Hallo, das ist ja richtig gefährlich hier. Hallo Anna. Na, was machst du denn? Ja, ich übe mit dem Druckluftgewehr, denn wir wollen heute die Wisente chippen. Und da muss ich vorher sicher sein, dass ich die auch treffe. Ach so, du übst das Wisentreffen, du? Ja. Da habe ich doch was Besseres für dich. Pass mal auf. So, habt ihr mal ein Blatt und einen Stift? So, was ist das? Ein Wisent natürlich.
Da bin ich jetzt mal gespannt, ob der Dieter das treffen kann. Wo genau solltest du das Wisent denn optimalerweise treffen? Ja, eigentlich perfekt, möglichst auf die linke Halsseite. Also er guckt nach links und ich sehe die linke Halsseite. Da werde ich es jetzt probieren. Jetzt. Viel Glück, ich drücke die Daumen. Na, ich würde sagen, das war ein bisschen daneben, oder? Ja, es war eine gute Idee, noch ein bisschen zu üben vorher. Ja, gut, dass du noch ein bisschen übst. Kann ich auch mal schießen? Dafür brauchst du leider eine Genehmigung. Oh, schade. Naja, gut, aber ich darf ja auch nicht auf die Tiere schießen. Also, nächster Versuch. Vielleicht klappt es ja beim zweiten Mal besser. Ja, ich würde sagen, das war ein guter Treffer, oder? Ja, so traue ich mich jetzt auch, auf den Wisent zu schießen. Sehr gut. Da wird ein Chip reingeschossen. Was ist das für ein Chip und wofür? Das sage ich dir. Okay. In der Pfeilspitze ist ein kleiner Chip. Diese Mini-Kapsel speichert eine Nummer. Mit einem Handlesegerät kann ich sie auf kurze Entfernung empfangen. Die Nummer erscheint auf der Anzeige. Diese Zahl gibt es nur einmal und wird der Name des Kälbchens sein. Jetzt wollen wir den Chip unter die Haut des Kälbchens schießen. So, Anna, jetzt brauche ich mal deine Hilfe. Das ist ein Fernglas mit einem Laserentfernungsmesser. Da bitte ich dich jetzt, die Entfernung zu den Kälbchen festzustellen. Und zwar kannst du es messen, indem du auf diesen Knopf drückst, wenn du das Kälbchen anvisiert hast. Dann erscheint dir eine Zahl. Und wenn es noch 10 Meter ran ist, dann sagst du mir bitte Bescheid, dass ich schießen kann. Okay, dann schauen wir mal. Für den Schuss muss das Kälbchen ganz still stehen. Das ist wirklich gar nicht so einfach. Die laufen immer wieder weg und irgendwie steht dann das eine vor dem anderen und man braucht aber das hintere und der Dieter kann einfach gar nicht richtig zielen und anversieren. Jetzt sieht's gut aus. Okay, jetzt wär's auf 10 Meter. Oh, das war ein guter Schuss. Wenn der Pfeil auftrifft, drückt der Chip aus der Spitze. Das tut dem Kälbchen nicht besonders weh. Der Pfeil fällt sofort vom Kälbchen ab. Der Chip mit der Nummer bleibt für immer unter der Haut stecken. Wenn die Kälbchen einmal groß sind, sollen sie auch in der Wildnis leben. Wie das Auswildern geht, schaue ich mir jetzt mit Peter an. Ein Jahr haben diese Wisente im Eingewöhnungsgehege gelebt. Nun dürfen sie in die freie Natur. Ich öffne das Tor vom Gehege und gehe mit Peter in die Wildnis voraus. Die Tiere sind skeptisch und trauen sich noch nicht durch das Tor. Puh, Peter, jetzt wird's spannend. Also ich bin schon ein bisschen aufgeregt, ob das jetzt alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ich auch, aber erzwingen kann man das sowieso nicht. Und die Tiere sind scheu, sind halt Wildtiere, die sind vorsichtig. Also du bist da ganz relaxed? Ja, ja, absolut. Und wenn es nicht in den nächsten paar Minuten passiert, dann passiert es vielleicht in den nächsten Stunden. Und denkst du, die suchen sich jetzt hier gleich eine Herde oder werden die zu dritt weiterziehen? Na, die suchen in jedem Fall Anschluss. Also das ist von vornherein klar. Ob sie den gleich finden auf der großen Fläche, das wird sich zeigen. Wie viele Wisente habt ihr denn dann hier insgesamt? Ja, momentan sind es ungefähr 70. 70 Wisente? Ja. Oh, sorry Anna, mein Telefon. Das ist der Jochen Born. Hallo Jochen. Peter soll einem Kollegen helfen. Der hat ein Wisentkälbchen. Das möchte er gerne untersuchen und schafft es nicht allein. Ja, da könnte ich eventuell helfen. Ich habe gerade eine Wisent-Expertin neben mir stehen. Die schicke ich dir mal vorbei, okay? Alles klar. Lass dir gut gehen. Bis dann. Ciao. Der Jochen, der ist im Sauerland und betreut dort auch Wisente. Und der hat ein kleines Kälbchen. Vielleicht kannst du ja helfen. Dann schaue ich da mal hin. Im westfälischen Rothaargebirge bin ich mit Jochen verabredet. Er ist Ranger im dortigen Wildpark. Ist richtig schön hier, aber ganz schön kalt. Habt ihr mal bitte eine Jacke für mich? Ach, super, danke. Hallo Jochen. Hallo Anna. Wisent-Expertin Anna meldet sich zum Dienst. Ja, das hört sich gut an. Was kann ich machen? Wie kann ich dir helfen? Ja, wir haben hier ein Kälbchen und ich hätte gerne, dass du mir hilfst, bei ihm ihn mal durchzuchecken, ob er fit ist. Oh ja, sehr gerne. Oh, der ist ja richtig süß. Ich bin jetzt erstmal ganz vorsichtig und schau mal, wie es reagiert, wenn ich zu ihm hinkomme, weil ich will es ja nicht verschrecken. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal hier. Ja. Jetzt mal schnuppern. Jetzt scheint es langsam Vertrauen zu fassen.
sich ganz zottelig an. Aber schön, richtig schön warm und weich. Jetzt hat das Kälbchen keine Angst mehr vor mir. Wir können rein. Wo ist seine Mama? Seine Mama ist hier draußen in der Wiesentherde. Aha, und wieso ist das Kälbchen dann hier getrennt von der Mama? Weil seine Mama keine Milch für ihn hat und von daher habe ich mich um ihn gekümmert. Ah, deswegen ist er auch so zahm. Du bist quasi die Ersatzmutter für ihn. So kann man sagen, genau. Hätte sich Jochen nicht um das Kälbchen gekümmert, wäre es gestorben. Später soll der kleine Bulle wieder in seine Herde kommen. Dazu muss er gesund sein. Deshalb checken wir ihn durch. Am besten zu zweit. Weil sich das Kälbchen ständig bewegt, muss einer es ablenken. Ah, hier spürt man auch richtig gut den Widerrist. Den Knochen. Ja. Ist noch ganz klein, aber er ist da. Ja, den späteren Wiesentbuckel. Aber jetzt hat er keine Lust auf Untersuchen. Er büxt ständig aus. Also man merkt, er ist auch so ein bisschen unruhig. Das ist gar nicht schlecht, dass wir das zu zweit machen, oder? Ja, alleine, glaube ich, kriegt man das nicht hin. Wir schauen uns den Hintern an. Daran sollte kein Kot hängen. Ein Blick in die Ohren. Die sind sauber. Siehst du was? Die Hörner sieht man auch schon. Sie werden aber noch wachsen. Und ein Blick ins Maul. Ich habe jetzt nur unten Zähne gesehen, oben habe ich gar keine gesehen. Ja, da hast du richtig gesehen, weil Wisente bzw. alle Wiederkäuer haben nur unten Schneidezähne. Im wahrsten Sinne des Wortes beißen die oben auf der Felge. Also nochmal, Felge ist ein Oberkiefer ohne Zähne. Das Futter wird dann hinten im Maul in den Backenzähnen, die dann wieder oben und unten sind, zermahlen. Schauen wir mal, ob die Schnauze soweit in Ordnung ist. Also, die Schnauze ist feucht und der Atem ist relativ warm. Ja, so soll's sein. Das Kälbchen ist gesund. Dann kann es auch schon bald zu seiner Herde zurück. Jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch mal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. Mit einer Richtfunkantenne entdecke ich Wisente in der Wildnis. Ah ja, jetzt seh ich's. Und das mitten in Deutschland. Am Eingewöhnungsgehege suchten Peter und ich nach Tieren, die sich zum Auswildern eignen. Der Wisent und der Wisent. Oh, süß! Eine Herde bekam Kälbchen. Nachwuchs ist wichtig, denn Wisente sind immer noch vom Aussterben bedroht. Wisente fressen sehr viel Gras. Das ist schwer zu verdauen. Ich krieg das nicht richtig klein. Deshalb haben sie vier Mägen. Jedes Kälbchen bekommt einen Chip mit eigener Nummer. So kann man sie immer erkennen. Mit Jochen habe ich ein Kälbchen untersucht. Es ist gesund und darf schon bald wieder in seine Herde zurück. Jochen, ich weiß, dass ich im Wettrennen gegen Wisent keine Chance hätte, aber mit dem Auto bin ich schneller. Bevor ich jetzt aufs Gas drücke, sage ich zu euch Servus und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann gib mal Gas. Fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen, nur manchmal wird's auch nicht.